Und hallo liebe Blogfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pocket Edition Staffel 2. Ja, beim letzten Mal haben wir spielten die Monster verrückt, ne? Wir haben ein bisschen die Gegend erkundet. Nun wird es Zeit, dass wir auch bald eine Höhlenerkundungstour machen. Doch zuvor wissen wir, dass der Wachturm besetzt ist. Hallo? FBI? Hey, das Skelett ist ja weg. Naja, gut. Dann halt nicht. Okay. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe dort hinten Arme gesehen. So von einem Zombie oder so. Ja, das war ein Zombie. FBI. Hier, nimm das. Ja, stirb. Halleluja, ich glaub's ja gar nicht hier. Also es wurde vorgeschlagen, dass man mal einen Höhlentor machen könnte. Ja, das stimmt auch wieder. Zumal müssen wir dafür aber erstmal eine Spitzhacke machen, das ist schon bewusst. Ne? Hey, lauf nicht weg. Schweine. Du hast kein Schwein. So, das war wieder gut gekontert. Und irgendwie wird es ja düster. Und da sollten wir uns erstmal wieder auf den Weg nach Träne machen. Wir wollten ja sowieso erstmal eine Steinspitzhacke nochmal, Eisenspitzhacke nochmal craften. Denn wenn wir eine Höhentour machen wollen, dann, ja. Dann brauchen wir schon ein bisschen Ausrüstung. Notfalls mache ich mir nochmal ein Schwert dazu. Sollte ich einen Eimer mitnehmen? Ich glaube ja, oder? Zwei Eimer mindestens. So, könnte man denn noch was hier machen? Nee, sonst nicht. Einer hat ja einen Hund angefordert, statt noch mehr. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall bereit für eine Höhlenerkundungstour. Und jetzt bin ich bereit zu schlafen. Am nächsten Morgen. Okay, es ist früh am Morgen. So, haben wir denn alles? Ja. Eisenbahn haben wir hier nicht mehr viele. Die sind bestimmt in den Truhenwäsche. Was ich euch aber erstmal im Dorf hier zeigen will, ist die Fledermaushöhle. Die ist direkt hier im Dorf. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ja auch das ein oder andere Spannende. Und das wäre ja gar nicht mal so übel, oder? In der Zwischenzeit ist er hier. Fasching, ne? Ist er ja, ne? So, hier ist er. Fledermaushöhle, die heißt übrigens nicht umsonst so. Und hier sehen wir auch schon die ersten Erze. Und Steine brauchen wir ja sowieso auch. Ne, ja. Fasching. Als was verkleidet ihr euch denn zu Fasching, wenn ihr euch noch verkleidet? Und wenn ihr das nicht zu albern findet? Ich find's nett zu albern. Ich meine, es ist mal lustig, sich mal zu verkleiden. Können ja nicht nur, brauchen ja nicht nur Kinder machen, können auch Erwachsene machen. Gibt ja auch, ihr wisst schon, wie, ja, Kostüme. Ja, ich will dieses Jahr als Polizist gehen, eindeutig. Also, mal ein paar Leute verhaften, ne? Okay, gut. Ja, schreibt's doch mal in die Kommentare. Und dann wurde ich noch wegen den Fragen angestellt. Es ist egal, wo ihr mir die Fragen stellt. Ich versuche sie dann aber zu finden und möglichst alle dann beim Special vorzulesen. Und zu beantworten natürlich auch noch, klar. Wenn ich es dann auch vorlese. Dank warum gestellt, ne? Nee, ich würde mich über sehr viele Fragen freuen. Also jeder kann so mindestens zwei oder drei Fragen, naja, sagen wir mal zwei stellen. Ja. Und bitte nur Fragen. Und wenn ihr die Antworten schon wisst, dann verheimlicht sie bitte. Ich will die Fragen ja selber beantworten. Ja, ich lese mir die Kommentare aufmerksam durch. Das tun übrigens die großen Let's Player auch. Manche haben halt nicht, haben eben halt nicht die Zeit zu antworten. Ich hingegen hab sie noch. Ja, noch kann ich zu 100% auf alle Kommentare antworten, wenn ich das will. Irgendwann, vielleicht schon ab der 1000, vielleicht auch erst ab der 10.000 oder so, wenn ich dahin komme. Aber bestimmt.
Dann kann ich nur noch zu 90% antworten, irgendwann dann nur noch zu 80. Ja. Aber ich werde möglichst versuchen, immer Kommentare zu beantworten. Das ist mein Ziel. So, und jetzt haben wir ja alle Ärzte abgegrast. Gehen wir mal weiter rein hier. Sind ja irgendwann die Fledermäuse da? Also. Damals, als ich die hier so im kreativen Modus entdeckt habe, als ich die Welt erstellt habe, so richtig, waren die eigentlich noch da? Naja, vielleicht waren jetzt die Fackeln hier, die ich hier da damals reingemacht habe, zu dolle für die. Naja, gut. Bauen wir die Kohle hier ab. Denn die brauchen wir. Kohle, Kohle, Kohle! Das würde, glaube ich, jetzt sein, die nicht so gefallen hier. Mal sehen, vielleicht kann ich sie auf den Parkett aufmerksam machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, geht's tief runter. Also gehen wir hier mal rein. Oh shit, hier wird's düster. Also die Höhle scheint mir doch nicht ganz so zu sein. Aber es gibt hier viel zu holen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Boah. Die sind immer noch düster hier. So, ich hoffe, ihr seht auch genügend. Aber meistens ja. Wenn nicht, dann werde ich einfach mal irgendwann mal hier einiges höher stellen und mehr Fackeln verwenden und so. Wäre vielleicht besser, wenn ich mir hier dann auch eine Base hinbaue. Das heißt, eine neue Werkbank und sowas hier. Extra für die Höhlentor. Kann auch sein, dass die Fledermäuse nach innen gezogen sind. Ich leuchte erstmal hier ein bisschen was aus. Ja, hier seht ihr. Mensch. Oh. Oh, puh, Mann, war ich jetzt erschrocken. Aber hier sieht man schon den ihre Schatten. Oh, dort läuft noch irgendwas Großes rum. Ein Vieh wahrscheinlich. Dort eine Fledermaus. Aber bauen wir hier erstmal ab. So, ich werde wahrscheinlich die Aufnahme gleich beenden müssen, weil ich höre nämlich bei uns hier in der Küche schon die Teller. Und das ist vielleicht besser, wenn ich gleich die Aufnahme beende. Wie weit sind wir denn gekommen? Oder wie lange haben wir denn aufgenommen hier? Naja, kommt hin. Sieht so aus, als würden wir in der Höhle erstmal übernachten. Ah, dort hängt eine Fledermaus. Sind wir von dort oben gekommen? Ich glaube ja. Mein Gott. Mein Gott, ey. So, sorry, dass ich jetzt ein bisschen stumm bin. Was ist denn hier los? Ich versuche mich doch mal hier hochzubauen. Naja, machen wir es so. Nehmen wir das hier auch noch mit. Ups, und das war die Fackel. Gut. Das brauchen wir nicht. Ersetzen durch Fackeln. Ausgang markiert. Und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Let's Play Minecraft Pocket Edition, zweite Staffel. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Und vergesst nicht, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.